Wir waren unfassbar aufgeregt. Also überhaupt, dass wir nominiert wurden. Ich weiß noch, als ich die E-Mail bekommen habe und ich habe Chiki sofort angerufen und Chiki war nur so, nee, das kann ja nicht wahr sein, das stimmt nicht, oder? Weil es waren so viele tolle Leute mit uns nominiert. Auch wir hatten den Podcast ja noch kein halbes Jahr damals und wir haben einfach nicht damit gerechnet. Ja, das war toll. Vor allem ins Stadion ranfahren. Mit Saskia zusammen in der Kutsche, das war Gänsehaut pur. Ja, da kann ich auch noch einen sehr lustigen Moment erzählen. Und zwar saßen wir dann ja zu dritt in dieser Kutsche und es war echt, die Sonne ging unter, das Wetter war perfekt, das Stadion war voll, das war so eine einzigartige Atmosphäre. Und ich weiß noch ganz genau, dass wir der Sonne entgegengefahren sind und ich so, oh Gott, das ist so ein emotionaler Moment. Und die beiden so, ja, die Sonne. Die Sonne, die blendet voll, das brennt voll in den Augen. Ich so, ja, genau, klar, die Sonne, ja. Ich bin selber einfach super begeisterte Podcast-Hörerin schon seit vielen Jahren. Und ich habe mir dann überlegt, Mensch, was könnte man eigentlich noch machen außer Instagram? Irgendwie macht das mittlerweile jeder. Gibt es vielleicht noch was anderes, wie ich mich entfalten könnte? Und dachte mir, eigentlich liegt es ja auf der Hand, Podcasts sind das, was mich begeistern. Könnte ich auch machen, allein ist langweilig. Ich habe sofort an Chiki gedacht, habe Chiki gefragt und sie dachte sich nur so, ja. Ich muss echt sagen, dass da sehr, sehr viel von Christine ausgegangen ist, dass die auch nach wie vor eigentlich von uns beiden am meisten macht, auch was so Planung und sowas angeht. Also ich, wir sagen das auch im Podcast immer so als Scherz, aber es ist tatsächlich so, wir sagen immer, ich komme halt zum Aufnehmen. Bei uns ergibt sich halt auch einfach viel aus der Dynamik, dass wir halt einfach beste Freundinnen sind und ich glaube, das macht den Podcast auch aus. Das merken die Leute auch, wir bekommen da super viel Feedback, dass den Leuten halt genau das gefällt und wir sind teilweise auch ein bisschen albern, weil wir halt einfach auch so sind. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir manchmal ein bisschen von unseren Themen abdriften, weil wir halt einfach beste Freundinnen sind, die sich unterhalten. Also es ist eigentlich egal, ob wir am Telefon sind oder einen Podcast aufnehmen. Wir reden einfach ganz intuitiv über die Dinge, die uns beschäftigen. Ja, wir legen manchmal vorher ein Thema fest. Wir haben aber kein Skript oder so. Das ist alles super intuitiv. Es ergibt sich echt sehr, sehr viel aus unserem Leben einfach. Und ich glaube, das macht es auch interessant für die Hörer. Und das macht den Podcast am Ende auch so erfolgreich. Christine kam her und meinte so, wir brauchen jetzt Namen. Ich so, ja gut. Und dann hat sie gemeint, 10,0 wäre doch eine coole Idee. Und dann dachte ich so, naja, weiß ich jetzt nicht. Also 10,0 einmal, weil es halt ja die Wertnote ist oder die höchste Wertnote, die man ja bekommen kann im Reitsport. Und ich dachte mir so, naja, also 10,0 ist ja wohl sowas von utopisch, er kriegt das denn schon niemand. Aber so 9,0 wäre doch cool, weil 9,0 ist auch sowas, was man eigentlich ja nicht wirklich erreicht, aber ab und zu wird es schon vergeben. Und das ist so für mich die höchste Wertnote, die man bekommen kann, aber auch erreichen kann. Und deswegen dachten wir, 9,0 wäre halt cool, weil es ist nicht übertrieben gut, aber es ist schon sehr, sehr, sehr gut.